Jetzt müssen wir mal langsam zusehen, dass wir hier wegkommen. Und damit einen wunderschönen guten Morgen. Ja, heute mal ein bisschen anders der Start. Aber wir haben halt keine Zeit. Wir müssen das Gerät, was wir gerade aufgeladen haben, diesen Mischbehälter, das war auch eine knappe Kiste. Dieser Mischbehälter, der muss nämlich relativ zeitnah beim Kunden sein. Und ich glaube, bei den Kunden war ich soweit auch noch gar nicht. Auf jeden Fall müssen wir uns mal ein bisschen beeilen. Ja, ihr habt jetzt lange nichts mehr gehört hier vom ATS. Wie auch im ETS hatte ich mir hier auch mal eine kleine Pause gegönnt. Und auch hier muss ich zu meiner Schande gestehen, weiß ich aktuell nicht, was bei den Kollegen los ist. Auch da hänge ich noch um einiges hinterher. Aber nichtsdestotrotz machen wir uns jetzt hier wieder auf den Weg. Kann ich doch gleich hier links bleiben, da vorne muss ich doch eher biegen. Dieser Mischbehälter geht, wie ihr schon gesehen habt, nach Colorado Springs. In eine Mine, so wie ich das gesehen habe. Stay left, then turn left. Ja, und wie das Treffen hier mit Thomas war, das habt ihr ja sicherlich bei seinem Video gesehen. Da brauche ich da ja nicht mehr weiter drauf eingehen. Was ich bisher so weiß, dass bei Thomas sich wohl auch einiges noch geändert hat. Wenn ihr wissen wollt, was, müsst ihr auf seinem Kanal gucken. Ich weiß, bin ich jetzt gemein, aber die Views gönne ich ihm. Die Fracht wird auch ganz gut bezahlt. Da sollten wir auch wieder bisschen ins Plus kommen. Und wir sind aktuell gut im Plus. Was auch gut ist, weil wäre schlecht, wenn jetzt nur Geld ausgegeben wird und nichts mehr reinkommt. Ich habe zwar jetzt nicht vor, irgendwelche neuen Anschaffungen zu tätigen, weil aktuell sind wir gut aufgestellt mit dem Mac und mit dem Cascadia hier. Aber
Es muss ja nun mal irgendwas an einem der beiden Trucks sein. Und dann kann das ruckzuck auch mal ein bisschen ins Geld gehen. Sind wir hier schön in Colorado. Get ready to turn right. Das ist immer ein bisschen anspruchsvoll hier zu fahren. Turn left. Aber auch das bekommen wir hin. Seitens HMS hieß es, dass der Mischbehälter da spätestens morgen abgeladen werden muss. Da wir heute doch relativ spät erst losgekommen sind. Müssen wir uns halt ein bisschen sputen. Von der Zeit her sollten wir da eigentlich locker hinkommen. Da haben wir also kein Problem. Der Sonnenuntergang macht uns auch keinen Strich durch die Rechnung, weil das ist, gilt nicht als Oversize, was wir drauf haben. Das dürften die täglichen Kosten gewesen sein. Ja, $3.500. Können wir jetzt noch unser eigenen? Und es war so klar, dass die Ampel wieder sagt, nein, du nicht. Mal gucken, ob wir jetzt zumindest... Ja, es war klar, kaum stehe ich, habe die Bremse angezogen, dürfen wir wieder weiter. Rechts ist jetzt mal ein bisschen was voller, da komme ich jetzt nicht rüber. Wollen wir mal gucken, dass wir hier nichts wegreißen. Das sah doch schon mal gut aus. Als ob ich das schon mal gemacht habe. Go straight. Du auch noch, ja, es war so klar. Und meine nächste Ladung, die bekomme ich auch direkt bei dem Kunden, wo wir jetzt abliefern. Habe ich also keine langen Anfahrtswege, das ist schon mal gut.
es hieß erst, dass ich eventuell doch ein bisschen eine größere Leerfahrt zu erwarten habe. Und mit etwas größer meine ich, das wären um die 900 Meilen gewesen. Und 900 Meilen leer, das ist schon eine Hausnummer. Wenn man sich die Stäbe hier anguckt, die sind ja für die Schneehöhlen. Wenn man das so sieht, wie hoch der Schnee hier werden kann, dann möchte ich hier im Winter aber nicht lang fahren. Was mit dir, Kollege? Der scheint da irgendwas zu tun gehabt zu haben. Ich liebe ja so diese Bergstrecken hier in Colorado. Von da aus hast du bestimmt auch einen schönen Ausblick, aber dafür haben wir aktuell keine Zeit. So im Sommer macht das hier wirklich Spaß, lang zu fahren. Aber ich glaube, im Winter sieht das Ganze ganz, ganz anders aus. Vor allem möchte ich hier auch gar nicht mit dem RGN lang fahren. Aber ich denke mal, da bin ich der reinste Schneeflug hier. Und viel Bodenfreiheit hat das Ding ja nicht. Hier mal schön an die Geschwindigkeitsbegrenzung. Weil die wird nicht umsonst hier sein. Es gibt zwar immer wieder irgendwelche Idioten, die der Meinung sind, sie müssen dann hier noch überholen. Damit meine ich jetzt nicht hier die PKW, sondern Trucker-Kollegen. Wo ich mir dann auch denke, Leute, muss das wirklich sein? Ist das hier natürlich jetzt das absolute Grauen.
wo es bergauf geht, geht es auch wieder bergab. Zum Glück sind wir jetzt nicht ganz so schwer beladen. Machen wir mal kurz eben einen kleinen Halt, um mal zu gucken, ob noch alles in Ordnung beim Truck ist bezüglich Bremsen und so weiter. Dann werde ich mal kurz eben den kleinen Rundgang hier machen und ich würde sagen, wir sehen uns dann gleich wieder. So, Trailer sah gut aus. Da ist auch nichts warm. Da ist auch nichts warm. Zumindest nicht übermäßig warm. Ah, das sieht auch gut aus. So. Und rein in die gute Stube. Und dann machen wir mal weiter. Die letzten Meilen mal in Angriff nehmen. Entweder ist der Kollege vor uns leer oder scheißt einfach auf die Kontrolle seiner Bremsen. Für den Kollegen ist dann sowas wie eine Runaway Lane oftmals die letzte Rettung. Aber jetzt scheinen wir das Gröbste geschafft zu haben. Würde ich glatt mal so behaupten. Stay right. Mach ich doch glatt, Edmund.
nächste Ortschaft. Wo sind wir denn jetzt? Monte Vista. Miles. Dann halten wir uns da doch mal dran. Stay right and then continue straight. Na, die sind ja nicht mehr begeistert von seinen Basketballkünsten. Go straight. Ach du Schande, was da denn passiert? Das sah nicht gut aus. Stay right. Aber wer weiß, was da der Grund war. Können wir jetzt vieles vermuten? Stay right. Aber den richtigen Grund wird nur die Polizei da wissen. Vorne kommt doch Alamosa, oder? Das ist doch, soweit ich mich noch erinnere, die Heimat von Thomas. Nicht sogar hier rechts abgebogen? Irgendwie beim letzten Mal oder vorletzten Mal, ich weiß es gar nicht. Ich glaube ja, da war das doch, wo der Zug ein bisschen lauter war. Konzentrieren hier, weil das ist ein bisschen eine komische Ecke hier. Go straight. Wenn du hier um die Ecke rumgepfiffen kommst und hast auf das Schild nicht geachtet, dass hier eine Ampel ist, dann hast du aber auch verloren. Wenn du dann noch einen schönen dicken Oversize hast. Da kannst du dann aber gut scheppern. Und du willst am liebsten auch den Flatbed drauf, damit du den Benzin sparen kannst, oder? Hier war Thomas doch auch schon mal reingefahren. Mit seinem langen Auflieger. Get ready to turn left. Turn left. Ja,
verdammt dicht auf dem Bürgersteig, beziehungsweise verdammt weit auf dem Bürgersteig. Ja, dann zieh rüber, Kollege. Also wenn Alamosa 1 hat, dann sind es wirklich enge Straßen. Respekt an Thomas, dass der hier so mit dem langen Stepdeck so gut klarkommt. Ich komme mit 45 von hinten an. Hole auf. Hier sind 65 erlaubt. Findest du selbst den Fehler, oder? Sparen. Ich bin zwar nicht schwer beladen, aber es dauert doch eine Weile, bis ich dran vorbeikommen würde. So eine schöne Überlandfahrt hatten wir aber auch schon lange nicht mehr, oder? Ist auch mal, finde ich, eine Abwechslung als immer nur Highway, Freeway oder Interstate. Sagen. Aber ihr wisst schon, was ich meine. Turn right.
lassen rollen. Ich denke mal, hier bleiben wir jetzt auch bis zum Kunden in Colorado Springs. Soweit ich das auf Google Maps gesehen habe, gibt es da jetzt nicht noch irgendwelche Nebenstrecken, die wir noch fahren müssen. Erfolgreich einen Auftrag abgeschlossen. Und vor allen Dingen wieder einen Kunden zufriedengestellt. Sind ja schon fast kalifornische Verhältnisse hier. 55 Meilen. Pueblo. Als nächstes eigentlich Colorado Springs kommen. Stay left. Da steht es auch schon, Colorado Springs. Ist jetzt 6:44 oder 6:45 PM. Ich glaube kaum, dass die mich heute noch entladen werden. Aber wie sagt man so schön, we will see. Diesel hat seine Werbung aber auch wirklich überall stehen. Dann doch gleich wieder links rum. Stay left. Ich wusste doch, hier war noch irgendwas. Stay left and then turn left. Turn left.
weiß auch gar nicht, was die mit diesem Mischbehälter da anstellen. Ob sie da ihren Sprengstoff drin vorbereiten oder was auch immer. Ich habe keine Ahnung. Ich werde auf jeden Fall die Jungs da mal fragen, was mit diesem Teil da angestellt wird. Pikes Peak. Oh. Da würde ich auch gerne mir das Ganze mal angucken. Aber vielleicht komme ich da ja noch irgendwann mal zu. Wie sagt man immer so schön, die Hoffnung stirbt zuletzt. Langsam wird der Verkehr aber auch dichter hier. Egal wie dicht der Verkehr hier ist, Goethe war dichter. Ja, ich schmeiß schon 5 Euro in die schlechte Witzekasse. American Lines, das ist doch auch ein... Oh, ich wusste es. Das war doch auch schon ein Auflieger aus dem Wyoming DLC, oder? Das sollte jetzt ja eigentlich auch bald erscheinen, denke ich mal. Das fiel den Kollegen da vorne aber auch echt früh ein, dass er abbiegen muss.
Wald hier kann ich mir das auch gut vorstellen, dass es keine gute Idee ist. Sind wir auch gleich da. Get ready to turn right. Turn right. Oh, wie sind die Zufahrten hier, Liebe? You are entering a blasting area. Blasting is conducted Monday to Friday, 11 a.m. to 4 p.m. Well, da möchte ich ja hier nicht unbedingt wohnen. Mit den ganzen Sprengungen. Die machen wir schon auf. Oh, ich will trotzdem hier mal fragen. Good evening, sir. Yeah, I'm here to unload. Okay. That's right. Okay. Thank you. Wie ich mir schon gedacht habe. Heute machen die keine Entladung mehr hier. Es geht erst morgen früh weiter. Aber er sagte mir, ich kann mich hier an die Seite hinstellen. Sind irgendwo auch noch Aufenthaltsräume und Schlafräume für die Fahrer. Finde ich äußerst nett von den Leuten hier. Alles ausmachen hier. So, und Feierabend für heute. Und bei euch bedanke ich mich fürs Zusehen und ja, wir sehen uns dann morgen wieder, wenn ich entweder hier ablade oder schon mit neuer Ladung. Müssen wir mal gucken. Auf jeden Fall vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.